Viele Pilger waren unterwegs nach Jerusalem, um dort das Pascha-Fest zu feiern. Auch Jesus und seine Jünger waren dabei, am Ölberg in Bethanien. Nicht weit von Jerusalem rief Jesus zwei seiner Jüngern zu sich und sagte, geht voraus in das nächste Dorf. Dort ist ein junger Esel angebunden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Den bindet los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum tut ihr das, dann sagt, unser Herr braucht ihn. Danach schickt er ihn wieder zurück. Sie gingen und fanden den Esel und banden ihn los. Und sie brachten ihn zu Jesus, legten ein Gewand über seinen Rücken und Jesus setzte sich auf das Tier. So kam er den Ölberg nach Jerusalem zur Stadt Jerusalem. Auf dem Weg aber waren viele Pilger unterwegs. Als sie Jesus auf dem Esel kommen sahen, nahmen sie ihren Mantel und breiteten sie vor ihn hin. Andere hingegen brachen grüne Zweige von den Bäumen und legten sie auf den und alle Pilger, die Jesus vorangingen und ihm nachfolgten, die riefen laut, Hosianna, gelobt sei Gott, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Und als sie hereinkamen durch das Stadttor, da rief viele eine große Erregung, wer ist dieser Mann? Die Pilger aber, die mit Jesus kamen, die sagten, das ist Jesus von Nazareth, der Prophet aus Galiläa.